Hallo, ich bin die Elena aus der Bayernwelle-Redaktion und wir starten heute mit unserer Bayernwelle-Überraschungswoche. Und zwar hier in Roßdorf bei Theißendorf. Die Stefanie hat ihren Papa angemeldet, weil der sich den Wellness-Tag im Wellnessgarten Waging so richtig verdient hat. Und den überraschen wir jetzt. Das ist die liebe Stefanie, die hat ihren Papa angemeldet und da schauen wir jetzt mal rein. Hallo, grüß dich. Bist du der Josef? Ja. Sehr gut. Ich bin die Elena von der Bayernwelle und wir haben gekommen, weil die Steffi für was angemeldet hat. Und ich glaube, das sagt es da aber am besten selber, warum. Ja, Papa, wir wollten uns, das wird dann ich bei dir bedanken, für das, dass du immer für uns da bist, dass du uns immer unterstützt. Seit Dezember 2016 haben wir leider ein bisschen eine schwere Zeit. Trotzdem halten wir als Familie immer zusammen und sind immer füreinander da. Du bist vor allem immer für die Mama da und hältst immer zusammen, was geht. Und bist trotzdem auch für alle anderen da, für Freunde, Bekannte. Wenn jemand der Hilfe braucht, hilfst du immer, wo es geht und springst sofort und bist sofort zur Stelle da. Und darum wollten wir uns jetzt bei dir bedanken und wollten dir einfach sagen, dass wir froh sind, dass wir die haben und dass so ohne dir nicht gegangen ist. Und wollten uns bedanken, dass du vor allem jetzt auch brutal für die Mama da bist und auch für uns trotz der Situation. Und wir haben auch eine Überraschung für die oder für euch zwei, besser gesagt. Genau. Es hat bei der Bayernwelle ein Gewinnspiel gegeben, da wo ich mich angemeldet habe, wo man einfach Personen, die wo einen besonderen Dienst machen, wo man bei denen Danke sagen kann. Ich habe mich angemeldet für die, weil ich da einfach und auch daraus wird, wir uns bei dir bedanken wollten und einfach auch mal in der jetzigen Situation einfach mal eine kleine Aufmunterung fällig ist. Und ich freue mich total, dass das funktioniert hat und dass ich das jetzt übergeben kann. Danke, Papa. Steffi, danke. Nochmal dir ne. Und wir hoffen, dass du das dann mit der Mama, wenn die Mama wieder gesund ist, einlösen kannst. Das Witter. Danke. Ich weiß schon, ich habe nicht viel noch. Nein, ich habe verrückt. Nein. Danke. Ich habe gerade gedacht, ich hätte es nicht gewohnt. Hättest du damit gerechnet? Nein, ich hätte überhaupt nicht gerechnet. Auf dich war ich überhaupt nicht gekommen. Wie geht's dir jetzt? Ich bin aufgeregt irgendwie, weil ich mit denen nicht in die gerechnet gehabt habe. Meine Region, meine Heimat, meine Bayernwelle.